Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 109 Gesetze der Zaubererwelt Zweiter Teil. Während Minerva einen Platz neben Arthur wählte, blieb Albus stehen und sagte in die Runde: Liebe Freunde, wie ihr seht, dürfen wir heute vier bekannte Gesichter begrüßen. Albus ging zu einem leeren Tischende, blieb dort stehen und fragte: Sirius? Harry übernahm die Antwort und erklärte: Der ist mit Anne auf Hawaii. Oh, eine gute Wahl, sagte Albus mit fröhlichem Funkeln in den Augen, bevor er einmal zu Minerva hinüberblickte. Gut, da ihr vier den letzten Treffen nicht beigewohnt habt. Severus murmelte. Weil wir nicht geladen waren? Davon unbeeindruckt fuhr Albus fort. Werden wir es am besten so handhaben, dass wir zunächst wie gewöhnlich die Dinge besprechen, die wir erfahren konnten. Wenn ihr... Albus nahm sich die Zeit, alle vier einmal anzublicken. Fragen habt, dann werden wir diese entweder währenddessen oder am Ende besprechen. Da Harry, Ginny, Hermine und Severus wortlos zugestimmt hatten, setzte sich Albus endlich an das Tischende, bevor er Arthur fragte: Was hat das letzte Treffen mit dem anderen Minister ergeben, Arthur? Arthur räusperte sich, bevor er stolz erzählen konnte. Arnold Roth konnte festgenommen werden, da er mit illegalen Dingen gehandelt hatte. Unmerklich zuckte Mandanges zusammen, was durchaus als Sympathie für Arnold Roth zu deuten war, denn er selbst machte häufig sein Geld mit dem Verkauf von Diebesgut. Seinem Bruder Alex konnte man in der Muggelwelt leider nichts nachweisen, doch er ist, wie es aussieht, nach der Festnahme von Arnold untergetaucht. Für die Neuen erklärte Albus kurz: Diese Brüder, beide Squibs, haben Mr. Hopkins auf unsere Welt aufmerksam gemacht und Mr. Alex Roth ist nun der Einzige, der für Hopkins noch magisch verborgene Orte aufspüren kann. Nachdem diese Information gesagt war, denn besonders Harry und Hermine waren darüber schockiert, dass Squibs diesem Hexenjäger zur Hand gehen würden, erklärte Arthur. Dieser zweite Wohnsitz von Hopkins in der Nähe des verbotenen Birkenwalds ist kein Haus, sondern es gleicht einem Schloss, wie Kingsley herausgefunden hat. Es ist ein sehr großes Anwesen, eine Festung. Von außen kann man nichts als Stein sehen. Der andere Minister hat mir einen Grundriss gegeben, und darauf ist zu erkennen, dass es eine Art Turm im Inneren gibt. Möglicherweise wurden oder werden dort noch immer Zauberer und Hexen gefangen gehalten. Problematisch sind jedoch, wie Kingsley bestätigen wird, die Schutzmaßnahmen, die Hopkins seit ungefähr einem Jahr trifft. Noch immer ist er dabei, seinen Wohnsitz mit Muggeltechnik zu sichern, und ich vermute, dass er mit einem Angriff unsererseits rechnet. Harry hielt nichts mehr und er fragte einfach darauf los: Aber warum denkt Hopkins, dass wir ihn überfallen wollen? Was ist mit der potenziellen Gefahr, dass er mit seinen Leuten Hogwarts angreift? Und warum rüstet der wie ein Wahnsinniger auf? Gute Fragen, Harry, bestätigte Arthur. Wirklich gute Fragen. Wie es aussieht, ist Hopkins nämlich tatsächlich nicht ganz zurechnungsfähig. Mandangos hat in einem Pub ein Gespräch zwischen Hopkins und einem seiner Vertrauten belauscht. Später dann ein Gespräch zwischen zwei von Hopkins Männern, und selbst die zweifeln langsam an ihrem sogenannten Vorbild. Mandangos hat in einem Pub gelauscht? Einem Muggelpub? Fragte Ginny verdutzt. Hier wollte Mandanges antworten, und da er schon einige Gläser Wein genossen hatte, schilderte er lallend: Ja, ich hab mich als Muggel verkleidet. Die haben mich nicht erkannt, konnte alles hören. Mitten im Satz musste er aufstoßen. Was die so geplaudert haben,
Ich hab nämlich so getan, als wär ich betrunken. Severus konnte es sich nicht verkneifen, völlig trocken zu kommentieren. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, denn Sie spielen Ihre Rolle ja weiterhin sehr überzeugend. Harry hielt sich eine Hand vor den Mund, damit die anderen nicht sehen konnten, dass er grinsen musste. Remus hingegen blickte einfach in seinen Schoß und versuchte, die Lippen zu spitzen, damit er nicht auch noch anfangen musste zu lachen. Es war Hermine, die laut vermutete. Wir müssten also eigentlich nur diesen Alex Ross in die Finger bekommen und schon hätte Hopkins niemanden mehr, der für ihn magisch verborgene Orte aufspüren kann. So einfach wird das nicht sein, sagte Albus. Wenn nämlich Mr. Hopkins weiterhin Zauberer und Hexen entführen sollte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Menschen ihm in ihrem Schmerz ebenfalls Informationen anvertrauen, die sie ihm sonst niemals überlassen würden. Hermine überlegte und wurde derweil von Minerva beobachtet, weil die sehr viel Wert auf die Meinung ihrer ehemaligen Schülerin legte. Hermine benötigte jedoch mehr Informationen, bevor sie die Fakten kombinieren konnte, so dass sie fragte. Weiß man denn, wie viele Zauberer und Hexen auf Hopkins Konto gehen? Kingsley antwortete. Nicht genau. Was wir dokumentiert haben, sind 95 Fälle von Opfern, die man tot oder sterbend aufgefunden hatte. Die meisten wiesen ähnliche Verletzungen auf, die wir als das Resultat einer Folter sehen müssen. Von keinem der Männer und Frauen haben wir Zauberstäbe finden können, was uns vermuten lässt, dass Hopkins zumindest im Besitz einiger Stäbe sein könnte. Was bedeutet? Fragte Harry naiv. Arthur vermutete. Falls es möglich sein sollte, einen Muggel magisch verborgene Orte sehen zu lassen, nur weil er einen Zauberstab bei sich führt, dann wäre unsere Gesellschaft einer großen Gefahr ausgesetzt. Hermine wollte diese Theorie widerlegen und fragte. Wer behauptet denn, dass ein Muggel dazu imstande sein würde, nur weil er einen Zauberstab bei sich trägt? Es war Albus, der sich erst räusperte, bevor er sagte. Ich gehe davon aus, Hermine. Davon unbeeindruckt, sagte sie direkt an Albus gewandt. Es ist aber nicht bestätigt. Es ist nur eine Theorie und bevor man das nicht getestet hat... Albus unterbrach Hermine und erklärte. Miss Adair, oder jetzt besser Mrs. Black, hatte einen Zauberstab mit sich geführt und konnte damit Hogwarts nicht nur sehen, sondern sogar betreten. Es ist aber gar nicht geklärt, ob es an dem Stab gelegen hatte. Meine Eltern konnten mit mir die Winkelgasse betreten, bevor ich einen eigenen Zauberstab besaß, denn den habe ich ja erst dort gekauft. Widersprach Hermine. Ihr war nicht bewusst, dass heimlich jeder ihren Mut schätzte, sich auf eine Diskussion mit Albus einzulassen. Für sie handelte es sich lediglich um das Aufnehmen, Auseinanderpflücken und Kombinieren von Informationen. Albus tauschte einige Blicke mit Minerva aus, bevor er seine ehemalige Schülerin fragte. Und was schlagen Sie vor, Hermine? Wir testen es einfach, war ihre knappe Antwort. Testen? Fragte Harry nach. Ja klar, wir schnappen uns einfach einen Muggel, drücken ihm einen Zauberstab in die Hand und schubsen ihn Richtung Hogwarts. Oder wie? Harry hatte es sarkastisch gemeint, doch Hermine ging ernsthaft darauf ein. Genau das meine ich. Der Muggel soll uns dann sagen, ob er eine Ruine oder ein Schloss sieht. Kann doch nicht so schwer sein. Man kann auch mehrere Tests durchführen, um ein paar Daten zu sammeln. Wir müssen wissen, ob beispielsweise die Verwirrungszauber wirken, die einen Muggel daran hindern sollen, näher an Hogwarts heranzutreten, sagte Hermine abschließend. Alistair äußerte sein Bedenken und empfahl, dann muss aber ein Vergissmich dabei sein, der dem Muggel die Erinnerung nehmen kann, falls er tatsächlich magisch verborgene Orte sehen konnte. Nein, widersprach Hermine erbost. Das kann man sicherlich anders regeln. Eine tiefe, ruhige Stimme meldete sich zu Wort, denn Kingsley warf ein. Es wäre eine Gefahr, wenn wir jetzt auch noch diejenigen wären, die damit anfangen würden, Muggeln unsere versteckten Gebäude zu zeigen. Aufgebracht schüttelte Hermine den Kopf, bevor sie sagte.
Tut mir leid, Kingsley, aber das ist Unfug. Nicht jeder Muggel hätte einen Hass auf uns, wenn er erst einmal von uns wüsste. Alistair und Kingsley öffneten zeitgleich den Mund. Doch es war Arabella, die schneller war, und sagte: Ich muss Hermine an dieser Stelle zustimmen. Mrs. Goldthal, eine Nachbarin von mir, mit der ich mich regelmäßig zum Bridge treffe. Jeder starrte sie an und flehte innerlich, Details dieser nachbarschaftlichen Beziehung auszulassen. Wie auch immer, fuhr sie fort, nachdem sie die Blicke auf sich gespürt hatte. Mrs. Goldthal und ich unterhalten uns sehr häufig über Übersinnliches, und sie hat mehrmals gesagt, dass es ihr größter Traum wäre, einmal in ihrem Leben einen Geist zu sehen. Ich bin mir sicher, dass sie überwältigt wäre, sollte das einmal geschehen. Sie würde keine Gefahr für die Zaubererwelt darstellen, sollte sie Hogwarts oder einen anderen Ort gesehen haben, der nicht für ihre Augen bestimmt ist. Für die Frau lege ich meine Hand ins Feuer. Das sehe ich anders, Arabella, sagte Alistair grantig. Wie alt ist Mrs. Goldthal? Wollte Hermine wissen. Die Gute wird Mitte des Monats 83 Jahre alt, antwortete Arabella. Es herrschte einen Moment Stille und jeder überlegte, ob eine 83 Jahre alte Dame eine Gefahr darstellen könnte, sollte sie von der Zaubererwelt wissen. Arabella fügte noch hinzu: Ich als Squib kann nur Orte sehen, die mir ein Zauberer gezeigt hat, wie zum Beispiel dieses Haus, das ja unter Fidelius steht. Da frage ich mich, ob auch ein Muggel vom Geheimniswahrer eingeweiht werden könnte. Die Dementoren damals konnte ich ja nicht sehen, aber fühlen. Vielleicht hätte ich sie sogar sehen können, hätte ich einen Stab bei mir gehabt. Aber wer weiß das schon genau? Die ganzen Informationen über Hermines Eltern, die als Muggel in Begleitung ihrer Tochter die Winkelgasse betreten konnten, und über Arabella, die als magisch Benachteiligte trotzdem in der Lage war, den Grimmelplatz betreten zu können, beschäftigten die Anwesenden, so dass für einen langen Moment Stille herrschte. Alistair unterbrach die Stille und sagte: Was reiten wir überhaupt auf diesen Theorien herum? Wir sollten mal langsam zum eigentlichen Thema kommen, und das ist Hopkins. Ja, sagte Hermine. Der ist natürlich ein Problem, aber wenn wir nicht wissen, ob er oder seine Männer durch die Zauberstäbe... Bisher hatte Arthur sich noch nicht zu Wort gemeldet, doch jetzt hielt ihn nichts mehr zurück, denn er sagte sehr ergriffen: Wir würden gegen das Abkommen zur Geheimhaltung der Zauberei verstoßen, sollten wir Muggel an Hogwarts heranführen, um Tests mit ihnen durchzuführen. Ich kann das nicht befürworten, auch wenn das Ergebnis sehr interessant wäre. Wer ist hier Minister, Dad? Fragte Ginny ein wenig sarkastisch, aber gleichzeitig auch beruhigend. Vielleicht, warf Albus ein, sollten wir zunächst wirklich über die Informationen sprechen, die jeder über Hopkins sammeln konnte. Er wandte sich an Hermine und sagte: Am Ende können wir gerne noch über einige Theorien sprechen. Innerlich konnte Severus nur mit dem Kopf schütteln. Früher waren die Themen eines Treffens geplant, aber vor allem waren sie wichtig. Er bereute es, jetzt nicht in seinem Labor zu sein und über einem Kessel zu hocken. Die zusammengetragenen Informationen über die Hexenjäger waren zudem nicht nur spärlich, sondern seiner Meinung nach unbrauchbar. Von Mandanges wusste man nur, dass sich Hopkins Männer ihrer Sache nicht mehr sonderlich sicher zu sein schienen. Arthur zeigte den Grundriss der Festung herum, in welcher sich Hopkins aufhalten sollte, während Sturges gleich im Anschluss darauf berichtete, dass die Sekte in der Muggelwelt kaum Anhänger gefunden hatte und es so aussehen würde, als hätte Hopkins einfach nur auf diese Art versucht, mehr Leute auf seine Seite zu ziehen, womit er offensichtlich kläglich gescheitert war. Nach diesen kargen Informationen, die Severus gelangweilt zur Kenntnis genommen hatte, fragte Albus ihn: Severus, was ist deine Meinung? Erstaunt darüber, dass Albus gerade ihn nach seiner Meinung fragte,
antwortete er mit gelangweilter Mimik. Wenn ich ehrlich sein darf, das ist Kinderkram. Wo ist die straffe Organisation geblieben, die ich vom Orden gewohnt war? Es war Alistair anzusehen, dass er dagegenhalten wollte, doch mit einem einzigen Blick hatte Albus ihm den Mund verboten, sodass Severus fortfahren konnte. Wie lange beschäftigt sich der Orden mit diesem Thema? Einige Monate? Ein Jahr? Er blickte in die Runde, ohne eine Antwort zu erwarten, bevor er enttäuscht klingend anfügte. Wir haben es nur mit ein paar Muggeln zu tun, die eine vage Vorstellung von unserer Welt haben und sich aufführen, als könnten sie uns gefährlich werden. Und was schlägst du vor? Wollte Albus wissen. Severus hob beide Augenbrauen und sagte nüchtern: Wir gehen hin, klopfen an und stürmen die Festung. Als Proteste eingeworfen wurden, fügte er boshaft und respektlos hinzu. Ich bin mir sicher, dass diese Festung sogar von ein paar Erstklässern erfolgreich eingenommen werden könnte. Jetzt ist es genug, Snape, fauchte Alistair. Das ist eine ernste Angelegenheit und sie hat schon etliche Menschen das Leben gekostet. Severus stand von seinem Stuhl auf und stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab, damit er sich zu Alistair beugen konnte. Leise, zischend und mit zusammengekniffenen Augen, sagte er. Wenn die Sache so ernst ist und bereits so viele Menschen gestorben sind, warum wurde bis jetzt noch niemand in diese Bande eingeschleust? Alistair hatte keine Antwort parat, sodass Severus noch hinzufügte. Warum werden diese Leute nicht Tag ein, Tag aus beschattet? Wie es aussieht, wurde nicht einmal ein Verfolgungszauber auf Hopkins gelegt? Wieso werden seine Männer nicht von Fachkundigem? Severus blickte verachtend zu Mandanges und wieder zu Alistair. Mitgliedern ausspioniert? Niemand antwortete ihm, nicht einmal Albus, und deshalb brachte Severus es auf den Punkt. Kann es sein, dass es möglicherweise an der Anwesenheit unseres Regierungsoberhauptes liegt? Er blickte zu Arthur und fuhr mit normalem Ton fort, der einen Hauch Verständnis mitschwingen ließ. Du darfst bestimmt Vorschläge nicht umsetzen, weil sie gegen die Gesetze verstoßen, nicht wahr? Daher keine Beschattung, keine Tests mit Muggeln, kein Stürmen der Festung. Severus setzte sich wieder, bevor er weniger ernst vorschlug. Werfen wir doch Arthur und die anderen Ministeriumsangehörigen einfach raus, damit wir wieder so wirkungsvoll arbeiten können wie eh und je. Bedenken, Mitglieder aus dem Phönixorden auszuschließen, hat man ja nicht, wie die Vergangenheit bewiesen hat. Severus, sagte Albus gekränkt. Was Severus gesagt hatte, leuchtete Harry ein, aber auch Hermine und Ginny konnten dem nur zustimmen. Mit Arthur als Minister konnte der Orden nicht mehr auf eigene Faust handeln, denn Arthur selbst war mit sich im Zwiespalt. Die Gesetze, an die er sich halten musste, bremsten fast jede Aktion des Ordens, die einen Fortschritt bewirken könnte, von vornherein aus. Doch natürlich wollte niemand ihn einfach aus dem Orden herauswerfen, denn dann würde Arthur erst recht in der Zwickmühle sitzen. Als Minister von einem geheimen Orden zu wissen, der gegen Gesetze verstoßen würde und sich der Probleme der Zaubererwelt auf eigene Faust annehmen wollte, konnte er nicht zulassen. Schon gar nicht, wenn Angestellte des Ministeriums dem Orden angehören würden. Sollte darüber nämlich jemals auch nur ein einziges Wort an die Öffentlichkeit gelangen und es war nicht abzusehen, inwiefern Mandanges in einem berauschten Zustand geheime Dinge für sich behalten konnte, würde das für Arthur eine schwere Zeit mit sich bringen. Mit oder ohne Arthur konnte der Orden nicht mehr effektiv arbeiten und darum hatte man Hopkins auch noch nicht das Handwerk legen können. In Arthurs Gesicht konnte man erkennen, dass selbst er dem zustimmen musste, was Severus gesagt hatte. Jeder wusste, dass Severus es auf den Punkt gebracht hatte. Nachdem sich Severus von seinem Stuhl erhoben hatte, sagte er: Bitte entschuldigen Sie,
aber ich habe noch etwas im Labor zu erledigen. Hermine und Harry waren überrascht, dass Severus das Treffen nicht einmal bis zum Ende verfolgen wollte, denn offensichtlich hielt er es für Zeitverschwendung. Verdattert fragte Molly: Bleibst du denn nicht zum Abendessen? Seit wann bleibe ich zum Abendessen? Stellte er spöttisch als Gegenfrage, bevor er sich verabschiedete und den Grimmelplatz verließ. Erst jetzt fanden die anderen ihre Sprache wieder und Alistair schimpfte aufgebracht. Ich habe doch gleich gesagt, dass es ein Fehler wäre, Snape einzuladen. Dass er Severus noch immer sehr skeptisch betrachtete, war für die anderen nichts Neues und niemand versuchte ihn vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Die folgenden Diskussionen führten nirgendwo hin und weitere Informationen waren ebenso nutzlos wie die vorangegangenen. Hermine seufzte, denn hier zu sitzen war tatsächlich Zeitverschwendung. Man konnte ahnen, dass Arthur damals dagegen gehalten hatte und das Schlimmste hatte verhindern können, als Albus gegen Harry mobil gemacht hatte, und das war wieder ein erleichternder Gedanke. Wer wusste schon, was Albus alles getan hätte, um sich selbst davon zu überzeugen, dass Harry kein neuer dunkler Lord werden würde. Nach dem Abendessen, einem Bohneneintopf, verabschiedeten sich einige Mitglieder und nur der feste Kern blieb zurück. Während Tonks, Remus, Arthur, Molly und Alistair die Köpfe zusammensteckten und miteinander sprachen, saßen Albus und Minerva nebeneinander und betrachteten abwechselnd die beiden Krüppchen, die sich gebildet hatten. Hermine führte erneut ein sehr interessantes Gespräch mit Kingsley über die Gesetzesänderungen. Während sie sich mit ihm unterhielt, kam ihr Alistairs Kommentar mit dem Vergissmich in den Kopf, weswegen sie Kingsley vorschlug. Ich bin der Meinung, dass in den Gesetzen, die Muggel betreffen, auch Änderungen vorgenommen werden müssen. Kingsley war persönlich vor Ort gewesen, kurz nachdem Anne von dem Vergissmich überfallen worden war, und so hörte er sich Hermines Vorschläge an, denn sie sagte: Die neuen Gesetze müssen bahnbrechend sein, wenn man wirklich etwas verändern will. Denk doch nur mal an die Sklaverei, die vor mehr als 100 Jahren in den USA gesetzlich verboten worden war. Das sollte man unbedingt im neuen Gesetz für die Hauselfen berücksichtigen, denn das ist auch nichts anderes als Sklaverei. Am besten wäre es, wenn man Gesetze schaffen würde, die für alle magischen Wesen oder Tierwesen gleichermaßen gültig wären. Arthur hat es doch mit der Neugestaltung des Brunnens im Ministerium vorgemacht. Und jetzt müssen die Gesetze eben nachziehen. Stellt Zauberer, Kobolde, Hauselfen, Zentauren und so weiter auf eine Stufe. Mit größeren Reservaten für Zentauren ist es einfach nicht getan. Lasst sie auf ihre Weise leben. Wenn man ihnen das gestatten würde, dann würden sie sich sicherlich hüten, sich den Muggeln zu zeigen. Denn die Zentauren sind ja nicht dumm. Hauselfen sollten ihre Freiheit bekommen und für ihre Dienste entlohnt werden. Führt Strafen für Hexen und Zauberer ein, die anderen Lebewesen Leid zufügen. Denn darunter werden auch die Hauselfen fallen. Ein Gesetz für alle. So etwas wie Grundrechte, meine ich. Das Problem wird nämlich sein, dass sich kein Elf jemals darüber beschweren würde, von seinem Meister bestraft worden zu sein. Und dem kann man nur entgegenwirken, wenn es für den Meister eines Hauselfs Gesetze geben würde, an die er sich halten muss. Gesetze, die ihm verbieten, seinen Hauself schlecht zu behandeln. Kingsley musste erst einmal kräftig schlucken, bevor er sagte: Aber dann müssten wir ja ganz von vorn anfangen. Nein, beruhigte Hermine ihn. Müsst ihr nicht? Die Gesetze für jede Spezies können und müssen natürlich bleiben, denn bestimmten Gattungen darf man keinen gesetzlichen Freibrief geben. Wenn ich zum Beispiel an Werwölfe denke, dann müssen diese weiterhin dazu angehalten werden, den Wolfsbandtrank einzunehmen. Aber trotzdem dürfen sie nicht als gesellschaftlich minderwertig gesehen werden. Nachdem Remus das Wort Werwölfe vernommen hatte, setzte er sich hinüber zu Kingsley und Hermine, und auch Harry lauschte diesem Gespräch jetzt aufmerksamer. Er selbst hatte seinerzeit Mitleid mit Dobby gehabt, weil der von Malfoy so schlecht behandelt worden war, dass er ihm mit einem Trick seine Freiheit geschenkt hatte. Hermines ins Leben gerufene Bund für Elfenrechte
hat er damals zwar belächelt, doch heute musste er ihr einfach zustimmen. Wieder einmal war ihm klar geworden, dass Hermine schon als Kind wesentlich reifer gedacht und gehandelt hatte als so manch Erwachsener. Kingsley räusperte sich, bevor er fragte. Hermine, würdest du mir vielleicht einige Vorschläge für so ein Basisgesetz schriftlich geben? Ich wüsste nämlich nicht, wo ich da anfangen sollte. Kein Problem. Ich werde da auch nichts frei erfinden, sondern mich an die Gesetze verschiedenster Länder halten, um etwas daraus zusammenzufassen. Natürlich haben wir mehr zu beachten, denn es gibt bei uns ja nicht nur Menschen, für die diese Gesetze gelten sollen. Ich werde mich morgen gleich ranmachen. Bestätigte sie ihm zuversichtlich lächelnd, während sie die eben magisch angefertigte Kopie von Kingsleys Unterlagen in ihre große Tasche stopfte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.